Darf mich nicht blamieren? Normal. Hi, hier ist Marc von Fahrtechnik TV, Ride First. Ja, ich bin hier mit der MTB-Hopper-Rampe beim Weltcup in Winterberg. Ist ja ganz in der Nähe. Und ja, möchte euch ein bisschen zeigen, was hier so abgeht, weil nächstes Jahr ist ja wieder der Termin, im September dann. Die Sprinter machen ihr Rennen, das wird ganz spannend. Ist auch ein deutscher Topfahrer dabei, der Simon Gegenheimer. Es gibt hier Paletten und man kann auch verschiedene Bobbycars und was weiß ich alles testen oder einfach ein bisschen hier an der Fahrtechnik arbeiten. Ja, dann führe ich euch ein bisschen rum. Ja, auch für alle, für Kinder oder Leute üben, gibt es hier so ein paar Slalomstangen. Oder ein paar Paletten zu üben. Kann im Grunde jeder machen. Ein bisschen hier im Gelände, ein bisschen Holper, Holper, Holper. Ja, zwischendurch natürlich immer balancieren. Und weiter geht's. So, und jetzt noch einmal balancieren über den Balken. Darf mich nicht blamieren. Normal. Wie sagt man immer, wie bei Fabio Wiepa, second first try. Ja. Wow, war das schwer. Ja, wir sind ja noch beim Weltcup und wir legen euch einen Tipp geben. Ihr könnt mal versuchen, eine Treppe ganz langsam zu fahren und mal in der Treppe stehen zu bleiben und dann wieder weiterfahren. Und die nächste ganz normal. Germany, Winterberg, to make a lot of noise for the winner of today. Who's it going?
and to Sirius, Perrin, Holmstrand, Monaco, Holmstrand! Oh, it is Holmstrand, Perrin, Sirius, Holmstrand, wow! Yeah! Gorgeous Baron Hansen, amazing racing from that left in the first straightaway, first laps not really there, and then a killer last end of this race. How did you manage to do this? I was really tired after the semifinals, and I didn't stand a chance the first lap, but I knew if I was in the top three until the asphalt started, I could win. So luckily I was number two there, a little bit lucky because Lorenzo almost had a crash in the turn there. So you have to have a little bit of luck in the eliminator racing. And that way you win round number four of the UCI MTB Eliminator World Cup. You must be over the moon with this one. Yeah, it's I don't have any worst three. All right, go celebrate, and I know all the people here in Winterberg, Germany will put your hands together. The winner of today, ladies and gentlemen, gorgeous Perrin Hansen! An amazing, amazing race of torches. UCI MTB Eliminator World Cup. Gorgeous Perrin Hansen! Ja, leider geht die Batterie leer. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke vom Weltcup in Winterberg und wir sehen uns im nächsten Jahr oder davor bei anderen Events oder Kursen. Bis dann. Ciao. Yeah.